Hi, gestern war ich was abholen, nämlich diese beiden PCs und den Monitor, den man im Thumbnail gesehen hat. Außerdem gab es noch einige Kabel und Maus und Tastatur mit dazu. Ich werde dieses Video in zwei Teile unterteilen, da ich bei den PCs etwas upgraden möchte. Und diese Teile muss ich erstmal besorgen. In diesem Video werden wir die Teile aus diesem Gehäuse in das Gehäuse einbauen und im nächsten Video die Teile aus diesem Gehäuse in ein viel, viel schöneres Gehäuse einbauen und auch noch etwas aufrüsten. Denn was da drin ist, das kann sich sehen lassen. Wie ich ja gerade schon gesagt habe, geht es um diesen Rechner und irgendein Held hat hier das Laufwerk falsch eingebaut. Also, ich habe schon einmal reingeguckt, ihn einmal angeschaltet, weiß, was da drin ist und weiß, dass er funktioniert. Jetzt denkt man sich natürlich erstmal, na gut, wenn man hier reinguckt. Wir haben schon mal ein Heck 350 TC Netzteil. Die sind eigentlich ganz vernünftig, die Dinger. 85% Effizienz, das ist Bronze. Ja, also. Hier haben wir auch noch einen 6-Pin PCI-Stromstecker. Den können wir nämlich für diese R7-260X verwenden, die ich dazu bekommen habe. Hier haben wir dann, wie man auch schon sehen kann, ein FM2 Mainboard von Gigabyte mit 8 GB RAM. Hier ist jetzt noch so ein Dual-Core drauf, nämlich ein AMD A4 6300. Ich biete aber gerade schon auf einen Athlon X4 860K. Das ist dann Quad-Core und der ist etwas besser. Wir werden das System aber heute schon mit der R7-260X benchmarken. Als Speichermedium haben wir hier dann eine 1 TB Toshiba Festplatte und das Asus Laufwerk, was hier falsch festgeschraubt wurde. Und ich habe es auch mal ausprobiert, es geht überhaupt gar nicht auf. Genug geredet, ich baue diese Komponenten jetzt erstmal aus diesem Gehäuse aus. Was ich nochmal anmerken muss, der PC ist ja ziemlich staubig. Und dieser Staub riecht meistens auch wie die Leute, die den PC benutzt haben. Hört sich jetzt komisch an, aber das ist einfach so. Und ich war bei dem Typen im Zimmer und wir haben das getestet und ja, der hatte da mal so eine halbe Shisha-Bar und dementsprechend riecht der PC natürlich auch. Ich glaube, Melone ist es. Könnte hinkommen. Ja, das Mainboard ist jetzt ausgebaut und was einem da nicht alles so auffällt, der Kühler war gar nicht richtig fest. Der wurde nur von der vertrockneten Wärmeleitpaste gehalten, also. Und es ist diese komische weiße Wärmeleitpaste, die eh nicht ganz so gut ist. Naja, machen wir es mal gerade sauber. Und das ganze Zeug kommt dann aus einem Lüfter, wenn man ihn einmal fallen lässt. Ekelhaft sowas. Nach ziemlich vielen Stauben ist jetzt auch endlich der ganze Dreck weg. Und da ich den Prozessor ja upgraden werde gegen ein Athlon X4, werde ich hier jetzt einmal nur für die Benchmark so eine einfache Wärmeleitpaste auftragen. Kostet irgendwie 5 Euro auf eBay oder sowas. Ja, die wird es jetzt auch tun. Aber wenn da der Athlon X4 drauf kommt, dann kommt da natürlich die MX2 Wärmeleitpaste drauf. Und dann einfach nur noch den Bügel hochziehen und der Kühler sitzt wieder schön fest. Der R7-260X, 2 GB GDDR5. Scheiße, das Ding kann man sogar im Crossfire betreiben. Ich lache mich tot. Geben wir jetzt auch noch ein bisschen Liebe. Und in dieses Gehäuse werden wir die eben gezeigte Hardware bauen. Ich kann ja auch noch mal zeigen, was in diesem PC drin ist. Hier ist ein HyperX-Aufkleber und hier ist ein Pentium-Aufkleber. Das trifft aber erstmal nicht zu. Sieht doch erstmal sehr vernünftig aus. Fange ich erstmal mit dem Mainboard an. MSI H81M.
vierte Generation Intel, da ist jetzt ein i3 drauf aus der vierten Generation. Dachte ich auch erst, hä? Aber ist immer noch besser als ein Pentium, macht aber auch nicht wirklich den Unterschied. Da werde ich noch zusehen, dass ich da ein i5-4460 für kriege. Falls ihr noch irgendein i5 aus der vierten Generation für so um 20, 30, 40 Euro abzugeben habt, dann meldet euch mal bei mir. Ja, hier oben halt noch LG klassisches CD-DVD-Laufwerk, 1 Terabyte Western Digital Blue Festplatte, ein modulares Cooler Master G450M Netzteil und eine GTX 960. Hab mich sehr gefreut, dass es die 4 GB Variante ist, also damit kann man noch einiges tun. Gerade, dass die noch so auf dem Gebrauchtmarkt, was ich überhaupt nicht nachvollziehen kann, aber ich könnte sie jetzt problemlos für 100 Euro verkaufen. Wenn man bedenkt, dass ich für diese ganzen PCs mit Tastatur, Maus, Kabel und dem Monitor für alles 140 Euro bezahlt habe, dann ist das doch eigentlich schon ziemlich gut. Aber das, finde ich, alles hier hat schon ein schöneres Gehäuse verdient. Aber dieses Gehäuse ist auch definitiv schöner als das von dem anderen PC. Und da bietet sich doch optimal an, dass wir dann hier später den Athlon 4-Kerner, ja momentan ist es noch dieser A4, halt alles hier reinbauen können. Weil es ist halt einfach schöner als das andere. Achso, falls ich es vergessen habe zu erwähnen, hier ist übrigens ein 8 GB RAM-Stick drin. Da kommt im Teil 2, wenn es dann um diesen PC hier geht, nochmal ein 4 GB Stick dazu, dass wir 12 GB haben. Da wird dann noch hier das Netz Teil rausfliegen, weil das hat 2x8 Pin und die braucht ja nur einmal 6 Pin. Da habe ich noch ein schönes Be Quiet Pure Power 350 Watt, was ich gegen ein Blu-ray Laufwerk getauscht habe. Ja, dann noch wahrscheinlich ein 120er SSD. Die Festplatte bleibt soweit. Dann wird das doch hier ein ganz schönes System, mit dem man noch ein bisschen was anfangen kann. So, jetzt aber genug gelabert. Ihr habt ja eben schon in der Timelapse gesehen, wie man so ein PC-Gehäuse quasi einmal leer räumt und das brauche ich hier, glaube ich, nicht nochmal zeigen. Dann sehen wir uns einfach wieder, wenn dieses Gehäuse leer und sauber ist. Hier haben wir für die Front-USB-Ports USB 3.0. Das Mainboard hat auch einen USB 3.0 Anschluss. Von daher eignet sich das Gehäuse gut. Und jetzt gibt es auch eine kleine Timelapse vom Zusammenbau. Hier haben wir nun das finale Ergebnis. Ich finde, der PC ist ganz schön gut geworden. Gerade mit der RGB-Leiste für 2 Euro hier oben drin wird das Ganze nochmal richtig aufgewertet. Hier ist noch ein kleines Bedienelement, mit dem man die RGB-Leiste steuern kann. Ansonsten finde ich, ja, schöner PC mit der Asus-Grafikkarte. Hier der HyperX RAM macht auch nochmal einiges her. Aber wie immer gibt es jetzt auch nochmal Benchmarks. I'm not the best.
Dann hoffe ich doch ganz stark, dass euch das Video gefallen hat. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter auf den Athlon X4 bieten, den wir dann da reinpacken können. Und dann wird das doch ein ganz schöner PC. Ja, ich hoffe, ich konnte euch motivieren, mal ein bisschen auf Kleinanzeigen zu gucken, weil man muss damit immer so ein bisschen spielen. In der Anzeige von den Sachen hier, da wurde nichts beschrieben. Ich habe nur den Pentium-Aufkleber hier vorne am Gehäuse gesehen und dachte, okay, ist ein Pentium drin. Weil meistens kriegt man die Sachen auch nur so günstig, weil die Leute nicht wissen, was da drin ist und auch wenig Ahnung von PCs haben. Wüssten sie, was da drin ist, wüssten sie auch, wie viel es wert ist und würden es teurer verkaufen, wenn ihr versteht, was ich meine. Deshalb muss man da immer ein bisschen auf der Hut sein und einfach Erfahrung sammeln. Ja, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Lasst doch einen Daumen hoch und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Dann würde ich sagen, ich bin raus. Ciao.